Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Im letzten Video bin ich ja mit Leo Express nach Olmütz in Tschechien gefahren und jetzt folgt die Rückfahrt, diesmal nämlich den Konkurrenten, nämlich RegioJet. RegioJet kennt man inzwischen auch in Deutschland, die haben hier einige Busverbindungen eben aus Tschechien kommend und auch dort sind sie für eine Sache bekannt, nämlich dass in den Sitzen, in den Kopfstützen des Vordersitzes Monitore verbaut sind. Und es gibt auch im RegioJet-Zug einen solchen Wagen, das sind die Astra-Wagen. Und in diesem Wagen gibt es auch Monitore. Dazu natürlich Tische, Steckdosen und es sind dieselben Sitze wie im ICE, zum Beispiel im ICE 3. Allerdings mit Leder bezogen, also wie in der ersten Klasse, nur in einer 2+2 Bestuhlung. Das heißt, man hat den gleichen Sitzkomfort wie in der ersten Klasse im ICE, allerdings etwas weniger Platz, dafür aber den Monitor. Und da schauen wir uns mal an, was es da alles gibt. Man kann ihn erstmal auch auf Deutsch einstellen, teilweise nicht 100% gut übersetzt. Aber dann habt ihr eine schöne Auswahl an Filmen, sogar deutsche Filme, Fuck You Goethe 2 ist dabei. Dann Klassiker wie Deadpool und immer mal wechselnde Filme sind da auch mit dabei. Das Ganze ist ein Touchscreen, ist direkt vorne dran, kommt man super nah an, also keine Fernbedienung oder sowas nötig. Und man hat hier eben verschiedene Filme, verschiedene Kategorien auch. Und da ist wirklich eine gute Auswahl dabei. Auch hier wieder die Marke Rajec oder Rajec. Wasser ist im Ticket bereits inklusive. Dann, man kann auch Musik hören. Auch hier gibt es verschiedene Kategorien. Dann bekommt man Kopfhörer, die muss man am Ende der Reise aber wieder abgeben, die sind also nicht inkludiert. Man kann sich auch anschauen, welches Angebot an Essen und Getränken im Zug angeboten wird. Die kann man dann bei den Zugbegleitern bestellen. Auch die Preise wieder sehr günstig eigentlich, gerade für Zug ist das wirklich sehr angenehm. Und ganz besonders hervorzuheben, man hat es hier oben kurz schon gesehen, Kaffee zum Beispiel ist gratis. Dann auch sehr schön in diesem Astra-Wagen ist diese indirekte blaue Beleuchtung, gefällt mir sehr gut. Oben gibt es Monitore, die über die nächsten Ziele informieren. Also, das möchte ich nochmal bitten, im Hinterkopf zu behalten, Kaffee gratis, Wasser gratis, Film gucken gratis. Wichtig zu behalten fürs Ende des Videos, wo ich dann verrate, was ich für diese Fahrt bezahlt habe. Dann hier ein Blick in das Bordmagazin, da gibt es Informationen zum Routen, zu den angebotenen Speisen und Getränken. Wie gesagt, die Preise sind sehr human, da kommt man wirklich gut mit zurecht. Ja, mein Zug hatte dann auch aufgrund der Probleme von der Hinfahrt, die ich ja im Leo Express schon hatte, mit dem ausgefallenen Satellitenverbindung, eine Stunde Verspätung. Das hatte er auf der Hinfahrt eben schon angesammelt und konnte man eben soweit nicht aufholen. Deswegen war die gesamte Fahrt über im Dunkeln, war aber super, da ich ja einen Film geguckt habe. Und pünktlich zum Ende des Filmes sind wir dann auch in Prag schon angekommen. Hält er zuerst in Praha Lieben und ich bin dann in Prag Lavni Nadraschi ausgestiegen im Hauptbahnhof. Ja, RegioJet bietet verschiedene Kategorien noch an. Es gibt noch eine Business-Kategorie, das sind alte Züge der ÖBB und alte Wagen der ÖBB. Auch eine Low-Cost-Variante gibt verschiedenes. Ich empfehle aber den Astra-Wagen, weil man da eben Filme gucken kann. Und für diese Fahrt 2 Stunden habe ich gerade mal 8 Euro bezahlt. Inklusive Kaffee, Wasser und Film gucken. Also Preis-Leistung ist in Tschechien hervorragend.
das war's auch schon. Hier seht ihr, von wem die Musik ist, wann das nächste Video kommt. Ich sag danke fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder sogar einen geteilten Link sehr freuen und sage dann bis zum nächsten Video.